Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 3, Aktuelle Stunde. Überschrieben mit dem Thema keinen öffentlichen Raum mehr in Dresden für rassistische, faschistische und andere menschenfeindliche Hetze. Einreicher interfraktionell. Und für die Einreicher ist das Rederecht abgetreten an Herrn Michal Tomaszewski. Bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank für die 5 Minuten. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre tägliche Arbeit. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, seit fast 20 Jahren versuchen wir als Kulturschaffende und Bürger dieser Stadt gegen Hass und Rassismus anzuspielen. Egal ob bei Demonstrationen in Dresden, auf dem Oktoberfest in München oder vor einer 500.000 Zuschauer am Brandenburger Tor bei den Feierlichkeiten zum Mauerfall. Als Bürger dieser Stadt wollen wir das Bild Dresdens als eine weltoffene und tolerante Kulturmetropole zeichnen. Vor allem aber als eine für alle Menschen lebenswerte Stadt. Das ist leider verdammt schwer. Denn dieses Bild, machen wir uns nichts vor, ist schwer beschädigt. Seit 6 Jahren zeigt Dresden der Welt Ausgrenzung, Rassismus und Menschenverachtung im wöchentlichen Livestream. Heute denken mehr Menschen an Pegida und Islamophobie, wenn von Dresden die Rede ist, als an Semperoper oder Frauenkirche. Fast 22.000 Menschen haben in diesem Jahr unsere Petition unterzeichnet. Sie heißt, keine öffentlichen Plätze mehr in Dresden für rassistische, rechtsradikale und hassverbreitende Kundgebungen. Diese Dresdnerinnen und Dresdner haben es satt, mit Rassisten in einem Atemzug genannt zu werden. Es ist die bisher erfolgreichste Initiative, seit diese Form der Bürgerbeteiligung von der Stadt Dresden etabliert wurde. Die Petition wurde zur Abstimmung zugelassen, aber nicht im Stadtrat debattiert, weil sie sich gegen die Grundrechte, gegen Meinungs- und Versammlungsfreiheit richtet, so die Begründung. Sie könnten nicht mehr ruhig schlafen, Herr Hilbert, wenn Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit oder Reisefreiheit von Mehrheitsverhältnissen abhängig wären. Glauben Sie wirklich, meine Damen und Herren, dass unsere durch das Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit weiterhin geschützt wäre, wenn Rechtsradikale in Deutschland eine Mehrheit fänden? Und wenn Sie das glauben, woher nehmen Sie diesen Glauben? Die Sprechchöre bei Pegida, die Redebeiträge auf ihren Bühnen und die kunstvollen Galgen davor, ja, die Geschichte des 20. Jahrhunderts, zumindest können diese Zuversicht nicht nahelegen. Übernehmen Sie die politische Verantwortung dafür, dass Woche für Woche Ideen von Umvolkung, Remigration, Lügenpresse, Ausbreitungstypen oder dem Ruf nach Absaufen die größtmögliche Bühne in der Stadtmitte erhalten. Juristisch offenbar sind Ihnen allen die Hände gebunden. Das entlastet aber weder Sie noch Ihre Wählerin. Wir tragen alle die Verantwortung. Nach über 200 rechtsradikalen Kundgebungen verbietet er sich längst, auf Einzelfallprüfungen hinzuweisen. So viel Kreativität steckt nicht in dieser Ideologie. Es ist immer das Gleiche. Aber Sie prüfen ja nicht einmal mehr. Sie führen keine Statistiken, keine Erhebungen, ganz zu schweigen davon, dass Sie sich selbst blicken lassen und widersprechen. Warum? Dresden ist die einzige Stadt in der Bundesrepublik Deutschland, in der sich Hass und Verachtung ein Dauerabonnement in der Mitte der Bürgerschaft sichern konnten. Die Mörder von Halle und Hanau und Kassel bedienten sich derselben menschenverachtenden Vokabulars, verbreiteten dasselbe rassistische Gedankengut in sozialen Medien wie die Redner der Pegida-Kundgebung, bevor sie zur Waffe griffen und Menschen ermordeten. Die verbalen Legitimationsbrücken für diese Taten also werden seit 6 Jahren in Dresden gebaut. Das sind leider Fakten. Die Pflicht des Staates muss es sein, da wo er kann, mit voller Härte gegen diese Ideologie vorzugehen, um der gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken und den Abbau des Rechtsstaates zu verhindern. Und es ist die Aufgabe der Vertreterinnen einer pluralen Demokratie, dafür zu sorgen, dass alle Menschen in ihr geschützt werden und nicht nur manche. Aber Sie verweisen mittlerweile nur noch müde und unbeeindruckt auf die Meinungsfreiheit. In einem müssen Sie sich in deutschen Parlamenten schon einig sein, dass Rassismus und Antisemitismus hier keinen Platz haben. Nicht im Öffentlichen, nicht im Verborgenen, nicht in den Behörden, nicht in der Polizei, nicht in der Schule, nicht in der Bundeswehr, nirgendwo. Hier darf es keine Neutralität geben. Hier können und müssen Sie Position beziehen. So wie die Sprache der neuen Rechten eindeutig ist,
eindeutig völkisch, eindeutig diskriminierend, eindeutig entmenschlichend, so muss ihr Handeln eindeutig und klar die Rechte der schwächsten Glieder unserer Gesellschaft aktiv und entschlossen verteidigen. Es geht also nicht um Verbote. Es geht um eine klare, lesbare, eindeutige Haltung. 22.000 Menschen der Stadtgesellschaft haben den Eindruck, dass sie diesen Job nicht gut genug erfüllen. Diese Mehrheit ist so beunruhigt über Rechtsradikalismus in unserer Mitte, dass sie sogar für die Einschränkung des Rechts auf Versammlungsfreiheit votiert. Das ist in einer pluralen Demokratie mehr als ein Alarmsignal. Bedauerlicherweise haben ihnen keine Brandanschläge, keine Übergriffe, keine Demütigungen und Morde ausreichend Anlass geboten, um sich fraktionsübergreifend einig zu werden. Einig darin, dass diese Stadt auch dann Verantwortung trägt, wenn anderorts gemordet wird. Einig darin, in den letzten 6 Jahren vielleicht zu wenig Haltung gezeigt zu haben. Einig darin, was jetzt gemeinsam zu tun ist. Was wir Ihnen samt der 22.000 Unterzeichnerinnen sagen wollen, schlagen Sie aus dem abgrundtiefen Hass, aus verachtetem Größenwahn, aus scheinbarer Besorgtheit anderer keinen Vorteil für Ihre eigenen politischen Ziele. Da gibt es nichts zu holen und da gibt es auch schon lange nichts mehr zu reden. Seien Sie sich hierin einig. Seien Sie sich einig in der von der konservativen Mitte bis nach links außen und streiten Sie mit Anstand für alles andere, wofür Sie bestellt sind. Diese Petition will Sie auffordern, Stellung zu beziehen oder es nicht zu tun. Beides spricht eine eindeutige und klare Sprache, die bei den Bewohnerinnen Dresdens ankommen wird, bei den 22.000 Unterzeichnerinnen und bei all jenen, die von der Rhetorik und physischem Terror Rechtsradikaler bedroht sind und es nicht mehr ertragen wollen. Ihre Antwort und ihr Schweigen oder ihr Schweigen werden bei uns allen gleichermaßen ankommen. Das kann ich Ihnen versichern. Vielen Dank. Wir steigen damit ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die AfD-Fraktion. Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, geehrte Stadträte, liebe Bürger. Ich darf aus der Beantwortung der mündlichen Anfrage MA F005220 von Stadträtin Mühle, Grüne, aus dem Stadtrat vom 16. Juli 2020 zitieren. Im Grundgesetz Artikel 8 Absatz 1 heißt es, allen Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Über Bundes- und Landesgesetze ist den Kommunen die Aufgabe zugewiesen, dieses Grundrecht umzusetzen. Im Kern bedeutet dies, dass die Verwaltung diese Aufgabe im Rahmen der geltenden Gesetze und Rechtsprechung umzusetzen hat. Damit liegt auch die Antwort Ihrer Frage auf der Hand. Der Stadtrat ist für versammlungsrechtliche Fragen nicht zuständig, weil er Grundrechte nicht verändern, nicht definieren oder auslegen kann und darf. Der Stadtrat kann und darf die Verwaltung in dieser Frage aber nicht anweisen oder durch Beschlüsse binden. Natürlich kann auch die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden. Diese Einschränkungen unterliegen aber enormen rechtlichen Hürden. Immer wieder sind behördliche Einschränkungen des Versammlungsrechts auch Gegenstand von Verwaltungsgerichtsverfahren bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Und immer wieder stärkt das Verfassungsgericht die Rechte der Versammlungsanmelder gegenüber behördlichen Einschränkungen. In der Corona-Krise war dies zuletzt gut zu beobachten. Gestatten Sie mir aber auch ein paar weitere Worte zu diesem Thema. Es ärgert mich sehr, dass unsere Stadt als Bühne für rechtsextreme Aufmärsche oder rassistische Parolen missbraucht wird. Aber das Grundgesetz spricht eine klare und unmissverständliche Sprache und dafür sollten wir als Demokraten dankbar sein. Der Umgang mit zunehmendem Rassismus ist eine politische Herausforderung, die nicht über die Einschränkungen von Grundrechten zu lösen ist. Wir erleben doch selbst in Europa, wie Demokratien ins Wanken geraten und Opposition unterdrückt wird, weil Parteien und Despoten solche Grundrechte mit Füßen treten. Wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass wir Rechtsextremismus und Rassismus bekämpfen, indem wir an Grundrechten rütteln. Zitat Ende. Damit hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert eigentlich bereits alles Wesentliche zum Thema dieser Aktuellen Stunde gesagt. Dass die Antragsteller es hier natürlich wie immer ausdrücklich gut meinen, aber eben nicht gut machen, wenn sie demokratische Grundrechte einschränken wollen, weil ihnen die Meinung von Pegida oder anderen Gruppierungen oder Parteien nicht passt, dann zeigt das die Doppelmoral von Grünen, Linken und leider auch der SPD. Die vielbeschworene, diffuse Zivilgesellschaft wird nur dann gelobt und gewürdigt, wenn sie für die eigenen Interessen eintritt.
Bürger und Vereine, die nicht auf Linie der eigenen Agenda der Gutmeinenden sind oder es sogar wagen, sich offen dagegen zu stellen, werden diffamiert. Und somit ein Teil der Zivilgesellschaft aus moralhygienischen Gründen ausgegrenzt, frei nach Sigmar Gabriel, dem Multilobbyisten mit SPD-Parteibuch, zum Pack erklärt. Und falls es noch nicht ausreicht, wird zu den nächsten Keulen gegriffen. Diese tragen dann Aufschriften wie Klimawandelleugner, Verschwörungstheoretiker oder Ideologen, Rassist und Nazi. Dieses Vorgehen ist die beste Methode, um Personen, die gerade mit der Gesamtsituation unzufrieden sind, weiter auszugrenzen und zu radikalisieren. Diejenigen, die sich radikalisiert haben, die extremistische Positionen vertreten und unseren Staat, unser Grundgesetz und unsere freie Gesellschaft ablehnen und entsprechende Straftaten begehen, sind ein Fall für die Polizei und die Gerichte. Aber wir als Stadträte sollten uns nicht als Exekutive und Judikative aufspielen. Leisten wir hier im Stadtrat unseren Beitrag für Dialog und Toleranz. Der Begriff Toleranz wird abgeleitet vom lateinischen Verb tolerare, was erdulden oder auch ertragen bedeutet. Also in diesem Fall die Meinungen jenseits des eigenen Standpunktes. Zu einer vielfältigen und bunten Demokratie in Dresden gehören neben Rot, Grün, Dunkelrot und Schwarz in diesem Stadtrat auch Gelb, Türkis und Blau. Vielen Dank. Als nächste für Fraktion Die Linke, Frau Rita Kunert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste im Saal und am Livestream, ich stehe heute hier für all jene Menschen, die sich nunmehr seit fast 6 Jahren dem Hass und der Hetze auf unseren Straßen entgegenstellen. Dem Hass und der Hetze, die sich gegen jeden und jede richtet, die nicht in das eigene, engstirnige, von Nationalismus und Menschenverachtung geprägte Weltbild passen. Wir stellen uns dem, wann immer es nötig ist, entgegen. Ich stehe hier für die Menschen, die als ungewaschen und arbeitsscheu, als Dreckspack, als Schreischmutz bepöbelt und angespuckt werden, mit Worten bedacht werden, die ein anständiger Mensch gar nicht in den Mund nimmt, für die Gräben ausgehoben werden sollen, in die man sie wirft und zuschüttet, eine Ankündigung, die offenbar die Staatsanwaltschaft hier in Dresden voll in Ordnung findet. Ich stehe hier für all die Menschen, die von Polizeibeamtinnen aufgefordert werden, sich doch inhaltlich mal den Holocaustleugnerinnen anzupassen und nicht immer nur dagegen zu sein. Für die, die von Beamtinnen hemmungslos geduzt werden, die körperliche Gewalt abbekommen, die diese Beamtinnen offenbar aktuell nirgendwo anders rauslassen können. Ich stehe hier für die Menschen, die für unseren Ministerpräsidenten Gewalttäter und Angreifer sind. Ich bin stolz darauf, zu diesen Menschen zu gehören und ihr Vertrauen zu genießen. Wir sind von ganz jung bis ganz schön alt. Wir lernen, arbeiten, studieren, haben Familie, Kinder und Enkel. Wir engagieren uns in ehrenamtlichen Vereinen, in der Flüchtlingshilfe, wo sich übrigens viele von uns kennengelernt haben. Gemeinsam widersetzen wir uns den menschenverachtenden Parolen, die bei solchen Veranstaltungen über den Platz schallen. Wir stellen uns denen in den Weg, die tausendstimmig absaufen, absaufen brüllen, wenn die Rede von Geflüchteten ist und die auch nicht vor Politikerinnen Halt machen und Galgen mit deren Namen durch die Stadt tragen. Wir setzen uns denen entgegen, die mit Worten und Plakataufschriften Menschen in den Dreck treten und die auch dafür sorgen, dass sich Menschen anderer Herkunft oder einfach Menschen, die nicht dem sogenannten typischen Deutschen entsprechen, montags nicht mehr ins Stadtzentrum kommen, weil sie es sich nicht trauen. Was uns eint, ist der Wunsch, dass endlich Schluss damit ist. Schluss damit, dass unser Stadtzentrum ein Aufmarschort für menschenverachtendes Gedankengut ist. Deshalb stehen wir, wann immer es nötig ist, auf Straßen und Plätzen. Deshalb setzen wir uns im Vorfeld jeder Versammlung mit der Versammlungsbehörde der Stadt auseinander.
Dass es nun in Dresden immerhin die Möglichkeit eines Protests in Sicht und Hörweite gibt, das haben wir uns am 31. Oktober 2016 erkämpft und nicht wieder aus der Hand gegeben, auch wenn sich andere gern diesen Orden anheften. Selbstverständlich haben wir die Petition von Banda Comunale unterstützt, wir haben sie mitgetragen und Menschen gebeten, dies auch zu tun. Eins ist uns völlig klar, das Recht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit gilt für alle. Aber es gibt Grenzen. In unserer Stadt fallen auf öffentlichen Straßen und Plätzen Worte, die nichts mit Meinungsfreiheit zu tun haben und die dem Grundgesetz Artikel 1 widersprechen. Hier gäbe es sehr wohl die Handhabe einzuschreiten. Man müsste es als Behörde allerdings auch wollen. Und da sprechen wir noch gar nicht von den der Corona-Pandemie geschuldeten Hygieneregeln, die seitens der Behörde immer nur auf einer Seite massiv eingefordert werden. Und noch etwas zum Abschluss. Rassistischen Veranstaltungen im Stadtzentrum wirklich ein Ende bereiten, kann nur zivilgesellschaftliches Engagement. Deshalb, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, sprechen Sie Ihre geneigte Wählerschaft an. Bewegen wir uns gemeinsam, unüberhörbar und unübersehbar auf die Straßen und Plätze und bereiten dem Spuk ein Ende. Dann ist nämlich auch plötzlich wieder die Möglichkeit da, gemeinsam über Probleme und Sorgen zu sprechen. Darüber, was zu tun ist, damit Dresden eine weltoffene Stadt wird, in der sich alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Lebensplanung, wohlfühlen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes für die SPD-Fraktion, wenn ich das richtig informiert bin, Herr Johannes Schumann, oder? Ja, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste. Mein Name ist Johannes Schumann und ich bedanke mich für die mir eingeräumte Redezeit. Darf Rassismus verboten werden? Nach fast 6 Jahren regelmäßiger rassistischer Kundgebungen auf zentralen öffentlichen Plätzen der Stadt Dresden reden wir heute wieder einmal darüber, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, um menschenverachtender und rassistischer Hetze den öffentlichen Raum zu entziehen. Dass wir dies nicht zum ersten, sondern zum wiederholten Male tun müssen, ist unter anderem dem Zustand geschuldet, dass Dresden die einzige Stadt in Deutschland ist, in der sich die als patriotische Europäer bezeichnenden Demonstrierenden inzwischen seit 6 Jahren im Herzen der Stadt einen attraktiven Ort für ihre Hassreden sichern konnten. Viel zu lange wurde die Bedeutung der Pegida-Versammlungen für die Vernetzung rechtsextremer Personen und Gruppen ignoriert bzw. verharmlost. Nicht nur die demagogischen Reden von der Bühne sind eine Gefahr für das friedliche Zusammenleben aller Menschen unserer Stadt und darüber hinaus, sondern auch die daraus folgenden rassistisch motivierten Terroranschläge und Gewalttaten, wie wir sie zum Beispiel von der Gruppe Freital und der Freien Kameradschaft Dresden, welche sich nachweislich bei Pegida vernetzt und radikalisiert haben, erleben mussten. Aus Worten wurden Taten. Das Spektrum reicht dabei vom gewaltbereiten Demonstrierenden, der sich berufen fühlt, seine Meinungsäußerung statt verbal gerne auch mal mit Fäusten oder Regenschirm durchzuführen, bis hin zu organisierten und gut vernetzten Kameradschaften, welche gezielt Angriffe verüben. Alles gute Gründe, um den rassistischen Demonstrationen und Taten die Öffentlichkeit und auch den Nährboden zu entziehen. Doch können rassistische Demonstrationen verboten werden? Ganz kurz, nein. Unsere durch Artikel 8 Grundgesetz gewährte Versammlungsfreiheit ist eines der höchsten Rechtsgüter unseres Landes und gilt somit für jede und jeden. Ja, auch Rassisten dürfen sich versammeln und demonstrieren. Leider. Doch darf Rassismus verboten werden? Unser Grundgesetz verlangt bereits danach. Die Artikel 1 Absatz 1 sowie 3 Absatz 3 geben unmissverständlich vor, woran alles staatliche Handeln gebunden ist und sich messen muss. Und nun zu dem, was sich seit inzwischen 6 Jahren allmontäglich auf öffentlichen Plätzen in Dresden vor wechselnd schöner Kulisse abspielt. Mit erschreckender Regelmäßigkeit werden Menschen, welche bei uns Zuflucht suchen, unter anderem als Asylbetrüger, Schmarotzer und Gesindel betitelt
um darzulegen, dass Menschen aus nordafrikanischen Ländern sowie aus dem Nahen Osten aufgrund ihrer Herkunft fast ausschließlich kriminell und eine Gefahr für unser Land sind. An Montagen, an denen Pegida demonstriert, halten sich Menschen, welche als ausländisch identifiziert werden könnten, von der Innenstadt fern. Pegida und der damit einhergehende Rassismus haben Montag um Montag die Innenstadt im Griff. Die Stadt Dresden, allen voran das Ordnungsamt mit der unterstellten Versammlungsbehörde, haben die Innenstadt mit ihrem bisherigen Handeln weitgehend dem rassistischen Mob Pegidas überlassen. Und während der Gegenprotest, der gegen den Rassismus und Hass seitens Pegida und für eine freie, vielfältige und lebenswerte Gesellschaft, in der jede und jeder sich frei entfalten kann, steht, mit Versammlungsauflagen und deren peinlich genaue Durchsetzung belegt ist, schaut man bei Pegida auch gerne mal weg, wenn wiederholt gegen Versammlungsauflagen verstoßen wird. Anzeigen wegen Volksverhetzung gegen die RednerInnen auf der Bühne und Anzeigen wegen Hitlergrüßen werden, wenn überhaupt, nur nach minutenlangen Diskutieren und immer wiederkehrenden Ansprechen bei den Polizeibeamten vor Ort zumeist auch nur widerwillig aufgenommen. Alles, was dem antifaschistischen und bürgerlichen Protest im Rahmen der Demonstration gegen Rassismus und Menschenhass aktuell von der Versammlungsbehörde erlaubt wird, ist nicht auf Grundlage des Sächsischen Versammlungsgesetzes von der Behörde genehmigt worden, sondern musste von den Menschen des Gegenprotestes vor dem Verwaltungsgericht erstritten werden, während Pegida im Gegenzug eine große Freizügigkeit gewährt wird. Die Werkzeuge, um rassistische Hetze sowie auch rassistische Versammlungen aus dem historischen Zentrum Dresdens zu verbannen, liegen mit unseren geltenden Gesetzen, dem Grundgesetz, dem Strafgesetz und dem Versammlungsgesetz, in den Händen der Stadt und ihrer Verwaltung. Es ist Zeit, den Rassisten keine komfortable Bühne mehr vor ansehnlicher historischer Kulisse zu gewähren. Wenn der Anlass einer Versammlung Rassismus ist, darf der Ermessensspielraum des Versammlungsrechts nicht gegen die antirassistischen, antifaschistischen und zivilgesellschaftlichen Proteste ausgelegt werden. Er darf nur und muss immer zugunsten der Menschen, welche sich Rassismus, Hass und Hetze entschieden entgegenstellen, vollumfänglich ausgeschöpft werden. Dazu verpflichtet uns unser Grundgesetz und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Dankeschön. Als nächstes ist die FDP-Fraktion an der Reihe. Herr Haase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Pegida ist eine politische Herausforderung für unsere Stadtgesellschaft. Seit nunmehr 6 Jahren ist die Dresdner Innenstadt eine Bühne für fremdenfeindliche Hetze, politische Intoleranz, Herabwürdigung anderer und offen zur Schau gestellte Menschenverachtung. Kurzum, das, was wir dort Woche für Woche, Monat für Monat erleben, widerspricht ganz klar dem Menschenbild und den Werten unseres Grundgesetzes. Daher sollte es einem jeden aufrechten Demokraten leicht fallen und geradezu ein Bedürfnis sein, dagegen entschieden Stellung zu beziehen. Es gibt bei Pegida nichts mehr schön zu reden. Die Zeiten, da Pegida-Versteher auch in meiner eigenen Partei versuchten, diesen Protest mit enttäuschten Nachwendebiografien und der gewachsenen lokalen Protestkultur zu rechtfertigen, sind nun endgültig vorbei. Allein ein Blick auf die Liste der Gastredner in diesem Jahr zeigt, wie stark sich die Bewegung radikalisiert hat. Björn Höcke, Martin Sellner, Andreas Kalbitz. Dresden wird mehr und mehr zur international medial gut ausgeleuchteten Schaubühne für Rechtsextremisten, Identitäre und sonstige Irrlichter am rechten Rand des politischen Spektrums. Das kann nicht so weitergehen, das muss sich ändern und hier sind wir alle zum Handeln aufgefordert. Die Frage ist, was das richtige Mittel ist, um dieser Herausforderung zu begegnen. Die Antragsteller der heutigen Aktuellen Stunde sehen hier eine wesentliche Verantwortung bei der Versammlungsbehörde. Diese agiere nicht mit dem entsprechenden politischen Augenmaß, nutze mögliche Entscheidungsspielräume nicht aus, mache es Pegida viel zu leicht, an prominenten Plätzen in der Dresdner Innenstadt aufzumarschieren. Mal abgesehen davon, dass es zur linken Folklore gehört, einen von der CDU geführten Geschäftsbereich und seine nachgeordneten Ämter im politischen Meinungsstreit zu kritisieren, stellt sich natürlich die Frage, wie es in unserer Stadt um die Meinungs- und Versammlungsfreiheit bestellt ist.
Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut, das wurde von den Vorrednern schon mehrfach betont, geschützt durch den Artikel 8 unserer Verfassung. Es einzuschränken ist nur im Ausnahmefall zulässig. Ähnlich verhält es sich natürlich mit der Meinungsfreiheit. Ob es uns gefällt oder nicht, das Grundgesetz schützt auch Meinungen, politische Positionen, die vielen von uns hier im Saal als abseitig, radikal oder gar gefährlich erscheinen mögen. Wir müssen aber diese Meinungen aushalten, auch wenn es schwerfällt und mitunter unerträglich ist. Wir müssen uns damit politisch auseinandersetzen, ohne Frage. Wir dürfen aber auf keinen Fall auch nur den Hauch des Anscheins erwecken, dass wir die Rechte unseres Gegenübers, weil es politisch opportun erscheint, beschneiden wollen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle, weil es so schön passt, einen Text zitieren, der 2017 in dem Buch »Der Aufstand der Zuständigen – Was kann der Rechtsstaat gegen Rechtsextremismus tun?« erschienen ist. Das Ganze stammt im Übrigen von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Zitat: Das Versammlungsrecht ist kein geeignetes Mittel, rechtsextreme Versammlungen und Aufmärsche im öffentlichen Raum vollständig zu unterbinden oder spürbar zurückzudrängen. Es ist primär Aufgabe zivilgesellschaftlicher Gegenaktivitäten, die politische Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus zu suchen und dadurch die Wirkung rechtsextremer Versammlungen und Aufmärsche zu minimieren. Und weiter: Eine Versammlungsbehörde, die die versammlungsrechtlichen Handlungsmöglichkeiten nicht nur auslotet, sondern gezielt überdehnt, handelt kontraproduktiv. Sie verschafft den Rechtsextremen, in Anführungsstrichen, Erfolgserlebnisse vor Gericht, die in der öffentlichen Wahrnehmung und damit der politischen Wirkung zu ihrer Verharmlosung beitragen. Sie schwächt gezielt auch die für den Rechtsstaat unverzichtbare dritte Gewalt, wenn sie dieser den schwarzen Peter zuschiebt, dass eine verbotene Versammlung dann doch durchgeführt werden kann. Zitat Ende. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir Liberalen werden uns immer dafür einsetzen, dass Meinungs- und Versammlungsfreiheit im Rahmen der rechtsstaatlichen Grundsätze gewährt und durchgesetzt werden. Dies findet natürlich immer dort seine Grenzen, wo diese verbürgten Rechte dazu missbraucht werden, um Straftaten zu begehen. Meinungsäußerung heißt nämlich nicht, dass man alles sagen kann, was auch zu sagen geht, dass man ungestraft beleidigen, herabwürdigen und hetzen kann. Hier müssen wir politisch, aber auch juristisch klare Grenzen ziehen. Letztendlich zeigt diese Debatte, dass sich etwas verändert hat in unserem Land. Die Grenzen des Sagbaren haben sich durch den wachsenden Rechtspopulismus sichtbar verschoben. Sie führen nicht nur sprachlich zu einer gefährlichen Gespaltung der Gesellschaft. Dieser Herausforderung müssen wir politisch begegnen, mit Herz und Verstand und nicht mit den Spitzfindigkeiten des Versammlungsrechts. Wir haben die große Chance, dies gemeinsam am 25. Oktober zu tun. Nutzen wir sie und nehmen wir dies als Auftakt für eine neue Phase im Umgang mit Pegida. Vielen Dank. Als nächster für die Freien Wähler, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte auch mit einem Zitat meine Rede gestalten, und zwar mit Artikel 5 des Grundgesetzes. Übrigens für die, die es nicht kennen, so sieht es aus, wenn man es von außen anschaut. Artikel 5, Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft, Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort und Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Funk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Meine Damen und Herren, manchmal ist es echt schwer, Dinge, Aussagen und auch Demonstrationen zu ertragen. Das gehört dazu. Wir ertragen es und wir müssen es ertragen, auch wenn wir in keinster Weise zustimmen. Artikel 5 und Artikel 8 des Grundgesetzes zeigen uns,
die Grenzen auf, die Grenzen, die vorhin schon der eine oder andere versucht hat auszuloten oder gewisserweise zu verschieben. Aber die Grenzen sind nun mal Artikel 5 und Artikel 8 des Grundgesetzes und die Gesetze, die bei der Auslegung der beiden helfen. Und, meine Damen und Herren, lassen Sie mich gesagt sein, wir wissen es alle, Leidensfähigkeit gehört zur Demokratie dazu. Das muss man aushalten. Für diejenigen, die nochmal nachschlagen wollen, ich lasse es hier vorliegen. Reiter habe ich reingeklebt, da finden Sie die wichtigen Passagen auch schneller. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die CDU-Fraktion, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, wenn man heute in Dresden über Meinungs- und Versammlungsfreiheit spricht, hat das auch immer eine historische Dimension. Die Dresdnerinnen und Dresdner sind im Herbst 1989 gemeinsam auf die Straße gegangen und haben gegen heftigen Widerstand das Meinungsmonopol der SED niedergerungen. Wenn man heute in Dresden über Meinungs- und Versammlungsfreiheit spricht, sollte man sehr sensibel damit umgehen. Viele Dresdnerinnen und Dresdner erinnern sich an die Zeit vor 30 Jahren und sind aus dieser Erfahrung heraus zu Recht besonders kritisch, wenn es um die damals mühsam errungenen Grundrechte geht. Politik steht daher in Verantwortung, Debatten im Kontext von Grundrechten auf sachlicher Grundlage und nicht aus Interesse an politischer Instrumentalisierung zu führen. Nicht nur aus Respekt vor der historischen Dimension dieser Grundrechte, sondern gerade aus ihrer Bedeutung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sollte Politik sehr verantwortungsvoll mit der Meinungs- und Versammlungsfreiheit umgehen. Beide sind unverzichtbare Grundlage für unsere Demokratie. Über den Austausch von Meinungen, über Streit und Debatte wird Willensbildung ja überhaupt erst möglich. Und neben Wahlen sind gerade Demonstrationen, insbesondere für Minderheiten, ein wichtiges Instrument, um Kritik an politischen Entscheidungen zu äußern. Meinungsfreiheit, es mag sein, dass man die Meinung seines Gegenübers ablehnt oder in Demonstrationen kritisiert, deren politischen Richtung man nicht teilt. Das gehört zum demokratischen Diskurs dazu. Und daher muss man das auch in weiten Teilen aushalten. Aushalten bis zu der Grenze, wo Worte zu Taten werden oder zu Taten aufgerufen werden, die den durch allgemeine Gesetz definierten Grenzen des demokratischen Diskurses überschreiten. Wird diese Grenze nicht überschritten, muss man jede, auch noch so abwegige Meinung hinnehmen. Dieses Aushalten ist schwer und verlangt einem oft viel ab. Es bedeutet nicht, dass man jede Meinungsäußerung unhinterfragt und ohne Kritik hinnehmen muss. Es bedeutet aber auch nicht, dass man jeder missliebigen Meinung mit Verboten drohen kann. Das Aushalten können ist weniger eine rechtliche Frage als vielmehr eine Verpflichtung, sich politisch mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Grundrechte beziehen sich auf den Einzelnen und so obliegt es weder einer Behörde und schon gar nicht einer Vertretungskörperschaft wie einem Parlament oder einem Stadtrat darüber zu entscheiden, wer, wann, wie und wo seine Meinung äußern oder auf die Straße gehen darf, um für oder gegen etwas zu demonstrieren. Über die Ausübung von Grundrechten wird nicht nach Mehrheitswillen entschieden und da ist es richtig, dass in Deutschland Versammlungen nicht genehmigungspflichtig sind. Daher ist es richtig, dass in Deutschland Demonstrationen nur bei einer unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung verboten werden können. Alles andere würde der beschriebenen, konstituierenden Funktion der Meinungs- und Versammlungsfreiheit zuwiderlaufen. Wer etwas sagt, wo er etwas sagt, darüber entscheidet in erster Linie jeder für sich selbst. Er hat ein Recht dazu. Dass er dabei auf heftige Kritik und gegenteilige Meinungen stoßen kann, muss er wohl oder übel aushalten. Wenn man in Dresden über Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit spricht, dann sollte man das aus historischen und politischen Gründen sehr sensibel tun. Wenn einem Menschenverachtung und Hass auf Dresdner Straßen entgegenschallt, kann so etwas nicht unbeantwortet bleiben. Aber gerade da Meinungs- und Versammlungsfreiheit so elementare Bestandteile der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind, muss man in der Reaktion darauf genau überlegen.
Es ist Aufgabe der Ermittlungsbehörden, bei Grenzverletzungen tätig zu werden und genau zu prüfen, wo aus Worten Taten werden. Die Entscheidung darüber kann nicht nach den Prinzipien der Mehrheitsfindung getroffen werden und obliegt daher auch nicht dem Stadtrat. Es ist die Aufgabe der Politik, aus der jeweils eigenen Perspektive heraus sich damit auseinanderzusetzen und geeignet dagegen zu halten. Ein Anfang wäre beispielsweise, nach der Ursache für solche Meinungsäußerungen zu fragen und dann zu schauen, welche tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten man als Stadtrat hat, daran etwas zu ändern. Ein Anfang wäre beispielsweise, nicht alle Teilnehmer über einen Kamm zu scheren, sondern zu schauen, mit welchen man vielleicht sich noch politisch auseinandersetzen und diskutieren kann. Es bedeutet nicht, jede Meinungsäußerung unkommentiert stehen zu lassen und diejenigen aus der Verantwortung zu lassen, hinter welchem Banner er herrennt oder was er sagt. Ihn aber in der Auseinandersetzung ernst zu nehmen, ohne gleich abzustempeln, könnte auch ein Bestandteil des demokratischen Diskurses zu sein. Abschließend, ein Anfang dazu wäre es zum Beispiel, Behörden nicht ständig ins Kreuzfeuer zu nehmen, wenn sie auf Grundlage der bestehenden Rechtsordnung Meinungsäußerungen ermöglichen und die man selbst ablehnt, die aber genauso ihren Ursprung in der Meinungs- und Versammlungsfreiheit haben wie die meinige. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Auch das gehört zum politischen Diskurs dazu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit wäre die aktuelle Stunde beendet.